Also ich glaube, der gute Grund, den wir uns vorstellen, wenn wir sagen, ach, reich wäre ich irgendwie ganz gerne oder ein bisschen reicher, sieht so aus, dass wir so ein bestimmtes Niveau an Besitz gerne hätten und eben das kleine bisschen mehr. Ist es verwerflich, reich werden zu wollen? Ich glaube nicht, nicht unbedingt. Also die Frage ist natürlich immer erstens, unter welchen Bedingungen will man reich werden? Über welche Leichen, falls überhaupt welche, geht man? Und zweitens, was ist das Ziel, das man dabei anstrebt? Das heißt, Reichtum braucht einen guten Grund. Was könnten so gute Gründe sein? Also ich glaube, der gute Grund, den wir uns vorstellen, wenn wir sagen, ach, reich wäre ich irgendwie ganz gerne oder ein bisschen reicher, sieht so aus, dass wir so ein bestimmtes Niveau an Besitz gerne hätten und eben das kleine bisschen mehr. Also nicht nur irgendein Haus, sondern das schöne Haus, nicht nur irgendein Auto, sondern das tolle Auto, nicht nur irgendein Essen, sondern den Kaviar. Gibt es eine Grenze, von der an Reichtum unmoralisch wird? Ich glaube, spätestens dann, wenn man nur noch mit Zahlen jongliert. Also wenn man sagt, 30 Millionen mehr müssten schon sein, das sieht auf dem Konto gut aus, außerdem habe ich dann mehr als mein Konkurrent. Wenn es plötzlich nur noch irgendwie um Zahlen geht, die man im Grunde genommen nie mehr übersetzen kann in Güter, dann ist irgendwas schon schiefgelaufen. Aber das ist doch der Treibstoff des Kapitalismus. Wer viel hat, will noch mehr. Wie soll jemand, der so sozusagen veranlagt ist, wie soll der die Grenze ziehen, die du gerade eingefordert hast? Also ich glaube, das, was wir Kapitalismus nennen, ist eigentlich nur eine bestimmte Form von Marktwirtschaft. Also eine Art und Weise, Güter zu tauschen, die so und so rechtlich gesteuert wird. Kapitalismus ist eine Wirtschaftsform. Wir verwechseln oft den Kapitalismus als Wirtschaftsform mit der Gier der Menschen. Menschen sind gierig. Menschen sind auch im Kommunismus gierig. Wenn man an die berühmten Parteibonzen der DDR oder der Sowjetunion denkt, waren die um keinen Deut weniger gierig als irgendein Kapitalist. Das heißt, Gier ist ein Problem der Menschen und der Ethik und nicht des Kapitalismus. Hat Deutschland ein Problem mit Reichtum? Ich glaube, das Problem ist bei uns noch deutlich abgedämpft, weil wir so ähnlich wie Frankreich, also diese zentralen mitteleuropäischen Staaten, so eine gewisse Idee der sozialen Marktwirtschaft haben. Und diese Idee sagt, dass wir es dem unbedingten Reichtumswillen nicht zu leicht machen sollten. Es ist sehr, sehr schwer, einfach mal ganz spontan Milliardär in Deutschland zu werden. Das ist viel, viel leichter in den USA. Eigentum verpflichtet heißt einer der Grundsätze der sozialen Marktwirtschaft. Wozu verpflichtet denn Reichtum? Ich glaube, Reichtum verpflichtet natürlich schon irgendwie dazu, dass man bewusst mit dem umgeht. Deswegen schätzen wir es alle, wenn sehr reiche Leute Stiftungen haben für gute Zwecke. Gut, soweit so gut. Aber wenn wir natürlich dieses Modell an die Stelle setzen einer staatlich organisierten institutionellen Verteilung von Gütern, dann führt das ganz schnell zu Ungerechtigkeit und Willkür, zu einer Art Gutsherrenmentalität.